Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 9 von Dark Souls Lore, und in dieser Folge geht es um die Feuerhüterinnen, die den Spieler seit Dark Souls 1 begegnen und ihn durch alle Spiele begleitet haben. Und besonders in Dark Souls 3 und 2 sind sie ja für den Spieler besonders wichtig, da die Feuerhüterinnen dem Spieler dort erlauben, stärker zu werden und ihre gesammelten Seelen für neue Level einzutauschen. In Dark Souls 1 gab es diese Mechanik noch nicht, da man dort am Bonfire sein Level erhöhte. Dafür verstärkten die Feuerhüterinnen in Dark Souls 1 die Estus-Flasche des Spielers, und auch in anderen Spielen von From Software übernehmen ähnliche Charaktere diese Rolle, mit der Maiden in Black in Demon's Souls oder der Puppe in Bloodborne. Aber natürlich geht die Rolle der Feuerhüterinnen in der Lore von Dark Souls über das bloße Leveln des Spielers hinaus. Die eigentliche Aufgabe der Feuerhüterinnen ist es nämlich, wie ihr Name vielleicht schon sehr deutlich vermuten lässt, für das Feuer zu sorgen. Sie haben den Auftrag und die Bestimmung, die Bonfire zu erhalten und dafür zu sorgen, dass diese für immer weiter brennen können. Und damit haben die Feuerhüterinnen eine der wichtigsten Rollen im Zyklus des Feuers und in der Lore von Dark Souls inne. Denn die Bonfire sind der Ort, an dem die Untoten immer wieder erwachen, nachdem sie besiegt wurden. Und sie weisen den Untoten den Weg zur ersten Flamme. Würden alle Bonfire erlöschen, wäre es für die Untoten vielleicht sogar gänzlich unmöglich, die erste Flamme zu finden und neu zu entfachen. Und so muss dafür gesorgt sein, dass wenigstens ein einziges Bonfire für immer brennt, damit die Untoten ihre Reise vollbringen können. Darüber hinaus unterstützen die Feuerhüterinnen die Untoten und damit den Spieler aber noch weiter. In Dark Souls ist es ja sehr selten, dass man einen Hinweis darauf bekommt, warum man überhaupt etwas tut oder wohin man eigentlich gehen soll. Die Feuerhüterinnen aber geben eben solche Hinweise. So weist uns in der Eröffnungssequenz von Dark Souls 2 eine alte Feuerhüterin an, nach Dranglake zu reisen. Und kaum dort angekommen, treffen wir auf drei weitere alte Feuerhüterinnen, die den Spieler dann nach Majula weiterschicken, von wo aus die Reise zur ersten Flamme beginnen kann. Und auch in Dark Souls 3 reisen wir von Bonfire der Feuerhüterin aus erstmals nach Lothric. Und noch viel wichtiger, sobald man alle Fürsten versammelt hat, ist es wieder die Feuerhüterin, die den Spieler zum Ofen der ersten Flamme schickt, damit er seine Reise vollenden kann. Die Feuerhüterinnen sind also unentbehrlich für den Zyklus des Feuers. Und vermutlich wurden sie erstmals von Gwyn und den Göttern erschaffen und eingesetzt, da die Götter sicher gehen wollten, dass die untoten Menschen ihre auferlegte Pflicht, das erste Feuer neu zu entfachen, auch einhalten können. Dass die Götter diese Aufgabe für die Menschen vorhersahen, wissen wir durch die Kirchen, die sie gründeten, und es macht nur Sinn, dass es auch die Götter waren, die dann die Feuerhüterinnen ins Leben riefen, damit ihre Untoten auch sicher den Weg zur ersten Flamme finden können und ihre Reise schaffen. Wer die erste Feuerhüterin war, wissen wir allerdings nicht, und über ihre Identität wird noch sehr stark zum Teil in der Community diskutiert. Auch wenn ich persönlich glaube, dass wir niemals herausfinden werden, wer die erste Feuerhüterin wirklich war. Den einzigen Hinweis, den wir auf sie erhalten, sind die Augen der ersten Feuerhüterin, die wir in Dark Souls 3 im dunklen Schrein entdecken können. Die Beschreibung dieser Augen sagt uns dann, dass sie der ersten Feuerhüterin gehörten und das Licht sind, das für alle nachfolgenden Hüterinnen verloren war, was auf die Blindheit der Feuerhüterin in Dark Souls 3 anspielt. Geben wir diese Augen dann unserer Hüterin in Dark Souls 3, so kann sie damit Dinge sehen, die ihresgleichen eigentlich verboten ist zu sehen. Das Age of Dark, das Ende des Zeitalters des Feuers und ein Weg, die erste Flamme erlöschen zu lassen. Nun gibt es allerdings die Theorie, dass Filianor die erste Feuerhüterin sein könnte, da auch ihre Augen fehlen und ihre Krone sehr an die Augenbinde der Feuerhüterin von Dark Souls 3 erinnert. Ich persönlich teile diese Ansicht allerdings nicht. Filianors Rolle in der umringten Stadt ist einfach eine gänzlich andere und sie hat nicht wirklich etwas mit den Bonfiren zu tun. Erkennbar ist das vor allem daran, dass das Bonfire, das man bei ihr vorfindet, nicht brennt. Denn Bonfire in der Präsenz von Feuerhüterinnen sind immer bereits entzündet, da das ja die Aufgabe der Feuerhüter ist. Und es ist eben diese Verbindung zu den Bonfiren, die die Feuerhüterinnen auch definiert. Denn auch wenn sie nach außen hin wie normale Menschen erscheinen, sind sie das nicht wirklich.
In Dark Souls 1 werden sie in der Beschreibung der Seele einer Feuerhüterin als körperliche Manifestationen ihres Bonfires beschrieben. Und solange es diese Repräsentation eines Bonfires gibt, kann dieses Bonfire auch nicht erlöschen. Anzumerken ist dabei aber, dass Feuerhüterinnen dennoch altern und sterben können. Dann werden sie aber stets von einer neuen Repräsentation ihres Bonfires ersetzt. Das zeigt, wie sehr alle Feuerhüterinnen mit den Bonfiren verbunden sind. Darüber hinaus verfügen sie aber auch über einzigartige Seelen, die weder menschliche Dark Souls sind, noch weiße Seelen der Götter und Halbgötter. Allerdings sind die Feuerhüterinnen nicht nur mit den Bonfiren und den Göttern verbunden, sondern auch mit der Menschheit. Ihre Seelen ziehen die Menschlichkeit und die Dark Souls an und enthalten auch eine gewaltige Menge davon, was es den Feuerhüterinnen erlaubt und ihnen die Macht gibt, im Austausch für Seelen den Spieler zu verstärken, indem sie diese Dunkelheit in sich nutzen, um die Macht der Seelen zu manipulieren. Diese unkontrollierte Dunkelheit und Menschlichkeit zehrt und nagt allerdings auch an den Feuerhüterinnen. Und ich bin der Meinung, dass es diese Dualität von Dunkelheit und Menschlichkeit auf der einen Seite und dem Feuer der Götter und Bonfire auf der anderen Seite ist, die da so sehr an den Hüterinnen zehrt. Des Weiteren denke ich aber auch, dass die Feuerhüterinnen das zweite entscheidende Bindeglied zwischen der Menschheit und der ersten Flamme sind, das den Zyklus überhaupt erst ermöglicht. Die erste große Verbindung ist dabei das dunkle Siegel, ein Ring aus Feuer, der auf die Körper und die Seelen der Menschen gebrannt wurde und sie an das Feuer bindet und den Fluch der Untoten hervorbringt. Das zweite Bindeglied werden dann eben die Feuerhüterinnen, die sowohl mit der Menschheit wie auch mit dem Feuer verbunden sind und als Manifestationen der Bonfire die Untoten auf ihrer Reise leiten. Und genau diese Aufgabe wurde ihnen eben von den Göttern auferlegt, aber nicht nur das. Meiner Interpretation nach haben die Götter die Feuerhüterinnen speziell für diesen Zweck, die Bonfire zu erhalten und die Untoten zu führen, überhaupt erst erschaffen. Damit kreierten die Götter aber auch sehr mächtige Figuren, die den Zyklus des Feuers auch beenden könnten, so wie es in einem der Enden von Dark Souls 3 beschrieben wird. Vielleicht genau aus diesem Grund sind die Feuerhüterinnen, wie wir sie in Dark Souls 3 erleben, auch blind, damit sie den Göttern wortwörtlich blinden Gehorsam leisten und dem Feuer nicht zur Gefahr werden. Die Feuerhüterinnen in Dark Souls 1 waren allerdings nicht alle blind, hatten dafür aber andere Einschränkungen wie Stummheit, Krankheit oder Verformungen. Gleichzeitig wird den Feuerhüterinnen trotz ihrer unglaublich wichtigen Rolle aber auch keine besondere Achtung geschenkt. So finden wir im Schrein in Dark Souls 3, wenn wir diesen genauer erkunden, am Boden des großen Turms einen ganzen Haufen aus Leichen, die alle das Gewand der Feuerhüterinnen tragen. Sobald also eine Feuerhüterin starb, wurde sie von einer neuen ersetzt und ihre Leiche wurde ohne Begräbnis oder Ehrung einfach auf einen Haufen geworfen und vergessen. Damit wir uns aber zumindest an alle Feuerhüterinnen, denen wir in den Dark Souls Spielen begegnen, erinnern, zum Abschluss dieser Folge noch eine kleine Liste aller Feuerhüterinnen, die es bisher gab. In Dark Souls 1 waren da Anastasia aus Astora, die stumme Hüterin des Firelink Shrines, Quelaks Schwester, die Fair Lady, die durch ihre Verbindung zum Bonfire überhaupt am Leben gehalten wird. Und dann ist da noch die Dark Moon Ritterin, die Hüterin von Anor Londo. In Dark Souls 2 treffen wir eben schon ganz zu Beginn auf die alten Feuerhüterinnen, von deren Dienerin wir erfahren, dass die vierte Hüterin fehlt, denn sie treffen wir ja schon in der Eröffnungssequenz, als sie uns nach Dranglake schickt, damit wir dort unsere Reise zum Feuer beginnen können und eine Chance haben, uns vom untoten Dasein zu befreien. Und in Dark Souls 3 steht uns unsere namenlose und blinde Feuerhüterin bei, indem sie das Bonfire im Schrein hütet und uns erlaubt, bei ihr aufzusteigen und stärker zu werden. Und zu guter Letzt will ich noch den Emerald Herald ansprechen, aus Dark Souls 2. Ihr echter Name ist dabei Shanalot, und eigentlich ist sie gar keine Feuerhüterin. Sie ist tatsächlich eines der Ergebnisse der fehlgeschlagenen Experimente von Fürst Aldian. Doch da sie in Dark Souls 2 effektiv die Rolle einer Feuerhüterin übernimmt, wollte ich sie in diese Liste aufnehmen. Wichtig ist dabei aber zu wissen, dass Dark Souls 2
von der Lore-Perspektive her nicht immer ganz in das ganze Dark Souls-Universum passt und hier nicht unbedingt alle Sachen übereinstimmen. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Dark Souls Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls Lore.